Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Minecraft Feed the Beast Infinity. So, ich habe hier mal was vorbereitet. Ich habe hier Mooscraft betrieben. Ich habe Aegis gefunden. Die ist ziemlich gut sogar, die hier. Das ist, ja, weiß jetzt nicht. Die ist gar nicht mal so schlecht. Das ist ein Riesendorf auf jeden Fall. Ansonsten gehen die eigentlich. Sind jetzt keine... Ich habe eine Unstable schon gehabt. Die liegen... Die Mistdinger liegen hier drin. Da, zwei Stück sind das. Und ja, ich habe ein bisschen Leder gefarmt. Für den Glider. Damit wir den schon mal kriegen langsam. Sticks wären nicht schlecht. Moment mal, wie macht man den? Warte mal. Ich muss erstmal gucken, wie man den nochmal macht. Ich hatte ein bisschen Mistcraft betrieben. Ich hatte mir gedacht, ja, das Schlimme ist halt, der, das Spiel ist dabei abgeschmiert. Deswegen habe ich das dann ohne Aufnahme gemacht. Weil durch die Unstable ist das einmal abgeschmiert. Und da hatte ich mir gedacht, komm, jetzt machst du nicht. Könnten wir nicht. Weil wir brauchen erst dafür ein paar Squids. Das gucken wir mal, ob wir ein paar Squids finden. Mal eben schnell. Ah, da sind da welche. Guck mal. Weil wir brauchen wieder neue Tinte dafür. Da könnten wir gucken, können wir vielleicht noch zwei machen. Weil das stirbst du mal, danke. Du auch. Aber wir brauchen neue Tinte dafür. So, komm her. So. Weil zwei Stück könnten wir jetzt noch machen. Weil wir haben noch vier Leder. Wir brauchen pro Buch ein Leder. Das heißt, wir brauchen insgesamt vier für zwei Bücher. Das heißt, wir laden mal eben kurz das auf. Mal gucken, ob wir noch zwei schöne finden. Ich habe auch ein paar Endermänner schon gekillt, aber ich habe nicht eine Enderperle gefunden, nicht eine. Ich glaube, ich habe fünf Endermänner gekillt schon insgesamt. In der einen Age, aber nicht eine Enderperle. Das ist richtig traurig. So was. So, wir brauchen noch ein paar Bookstands. Das heißt, wir machen uns noch ein paar Sticks. So, machen wir uns noch vier Stück. Das reicht. Du kannst dahin. Wir haben auch einen Obsidian-Pickaxe gefunden. Kopf, das ist auch geil. Da können wir uns eine Obsidian-Pickaxe rausbauen. Aber als erstes machen wir jetzt erst einmal... Ich brauche noch ein paar Fläschchen. Wo habe ich die hingetan? Da. Obwohl, die brauche ich gar nicht, weil oben sind noch welche drin. Ich hatte hier auch den Raum gebaut. Das wird unser Mistcraft-Raum. Habe ich mir so gedacht. Mit einem Treppchen da oben. So, dann machen wir uns mal kurz Tinte. Ich hoffe, diesmal schmiert das nicht ab. Wenn wir jetzt Aegis machen. So, schmeißen wir dann hier hin. So. So, als erstes. Achso. Papier, ja. Brauchen wir auch noch. Lalala. Hab ich auch ein bisschen was gesammelt. Wir haben draußen auch was angepflanzt, hatten wir der letzte Folge gemacht. So. Einmal. Zweimal. So, einmal du. Da Link, Unlinked Book. Und einmal da rein. Die Age 7 ist das dann schon. Lustigerweise. Ich habe ja schon ein paar gebaut. Und immer gucken, ob wir hier mal was vernünftig, eine vernünftig richtig geile Age finden. Ich hatte ja eine Age gesucht, wo ich Tiere finde. Habe ich auch gefunden. Ich hatte ja ein paar Kühe, deswegen habe ich auch Leder gehabt jetzt. Aua. Aua, 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 okay, schlecht, schlecht, schlecht. Ganz schlecht wieder zurück. Das ist eine scheiß Age. Mit Poison. Ganz böse. Blöde Age, Müll. Die kann direkt mal im Müll. Die kann entsorgt werden. So. Eine haben wir noch. Oder eine können wir noch. So.
So. So. 1, 2. Vielleicht finden wir jetzt noch vernünftige. Mal gucken. Man weiß es ja nie. H8. So. Das ist halt ja immer. Man weiß es nie. Ganz wichtig, das Bucklinken. Sonst, ne, nicht mehr zurückkommen. Kann man schon, aber ist schwierig. Die sieht auch nicht so schön aus. Ah, wegen Lightning. Was ist das denn? Was hat er da drüben? Da will ich jetzt wissen, ne? Was ist das denn hier? Eis. Okay. Wir haben auf jeden Fall keinen Effekt hier. Über jetzt keinen Bösen. Hm. Aber die sieht jetzt auch nicht so toll aus, die Age, muss ich sagen. Halt mit Eis in der Luft. Und da oben fliegende Inseln. Ist jetzt auch nicht weltbewegend. Naja. Naja, da ist ein Skystone im Wasser. Da unten. Ist nicht schlecht. Gucken wir mal hier oben. Hm. Sandstone. Eis. Ja, ist jetzt aber keine Scheißwelt in dem Sinne. Aber jetzt auch keine besonders tolle. Naja. Wir könnten da gucken. Ja, obwohl das regnet, da können wir keine Endermen suchen. Bringt nichts. Ich glaube, die Age war mit die coolste. Aber da müssen wir uns was mitnehmen. Und zwar müssen wir uns jetzt mal gucken, dass wir Silikon kriegen oder viel Weed. Silikon oder viel Weed? Weil der eine tauscht mit Silikon Emeralds. Und da ist noch einer, der macht mit Weed und einer mit Papier. Eigentlich coole Sachen. Vor allen Dingen eigentlich billige Sachen, weil wenn man überlegt, Silikon kriegt man eigentlich relativ schnell. Und Weed haben wir nicht viel. Gut. Ich habe jetzt mit mehr gerechnet. Aber egal, wir können auch noch Papier machen. Ziemlich viel. Das wäre sogar für einen Emerald, wird das sogar reichen. Ich glaube 27 Papier wollte der. Oder, ja doch, ich meine 27, 25 oder 27 waren es. Und Emeralds wären natürlich richtig geil, weil dann könnten wir einen Autospawner bauen. Dann brauchen wir nur noch 4 Enderperlen, damit wir ein Safari-Net bauen können. Das wäre richtig pornös. Wäre das. Pornös wäre das. Autospawner wäre das geilste. Wenn wir jetzt einen Autospawner mit Enderman kriegen könnten, das würde ich richtig feiern. Weil dann werden wir ziemlich schnell bei den Sachen. Wie zum Beispiel wie zum Beispiel bei Ender Quarry, Ender Thermic Pump und so weiter, End Tesseracts. Und da will ich ja hin. Tesseracts ist mit das Wichtigste momentan und deswegen werden wir uns jetzt mal auf die Suche nach Endermännern begeben. Mal gucken, ob wir hier welche finden, weil hier ist auch, die sind ja auch riesen Wüsten. In Wüsten spawnen. Hier ist ein Villager? Ach, das ist der Witch. Da ist zum Beispiel einer. Guck mal. Hallo! Du nicht. Habe ich noch irgendwie Blocks? Komm her, du Endermann. Du sollst herkommen. Was ist hier los? Ja, komm. Wo bist du? Da. Eine Enderperle, sehr schön. Ja, explodiert, ist mir doch egal. Stümper. Wir haben schon mal eine Enderperle gefunden, das ist schon mal gut. Ruhe. Was sind das denn für welche?
Ach, da sind diese komischen, naja, diese Namen mit Namen haben. Ruhe. Tschüss. So. Ach, Concussion Creeper. Will ich nicht. Die sind doof. Chunkfehler. Ein riesen Chunkfehler sogar. Da ist noch ein Enderman. Guck mal. Enderman, Enderman. Hallo. Also welch ein riesen Chunkfehler. Oh, zwei sogar. Cool. Au. Machen wir mal die Pussy-Mode hier. Komm her. Und du auch. Du bist schon mal tot. Lustigerweise. Komm. Drop doch Enderperlen, du Stümper. Aua. Was ist denn das für ein Schankfehler hier, ey? Hammer. Ist ja der Hammer, das Ding. So, weiter. Erstmal was essen. Eine Enderperle haben wir erst, ey. Vier Stück brauchen wir. Für. Oh, hier sind sogar drei. Hallöchen. Immer drei Blöcke hoch, das reicht. Oder vier. Ruhe. Du bist tot. Und da liegt schon mal eine. Zwei. Sehr geil. Vier Stück brauchen wir für den Safari nicht. Für den Reusable. Ja, komm. War ja klar. Nur drei erstmal. Ha. Drei Stück sind erstmal besser als nichts. So, eine werden wir wohl noch kriegen irgendwo. Werden wir wohl bestimmt noch ein paar Endermänner finden, weil Wüsten sind für Endermänner mal richtig gut zu spawnen. Da ist schon wieder ein Riesenschankfehler. Da ist ein Häuschen. Endermann, Endermann. Du lässt nicht jede ran, du kleiner Endermann. Na komm. Hier wird doch wohl irgendwo einer sein, wa? Ahaha. Hallo. Ich weiß, das ist pussymäßig. Das interessiert mich nicht, weil ich keine Rüstung habe oder kaum. Ich habe nur einen Helm. Da juckt mich das nicht. Ja, da ist die Nummer 4. Sehr schön. Dann haben wir die 4. Das heißt, wir können uns eigentlich jetzt gucken, dass wir uns... Hä? Was jetzt? Ich wollte gerade sagen. Dann können wir uns jetzt gucken, dass wir uns Emeralds besorgen aus der Age. Und dann einen Autospawner basteln. Weil Blazes haben wir ja lustigerweise ja schon, was richtig gut ist. Das heißt, wir brauchen nur Blaze Powder und halt jetzt Emeralds, zwei Stück. Dann können wir uns einen Autospawner bauen und dann können wir uns Endermänner spawnen. Ergo können wir dann Ender Quarry und so angehen. Das Wichtigste überhaupt, Endermänner. Enderperlen ist mit das Wichtigste, lustigerweise, in den Modpacks. Warum auch immer. Ist aber wirklich so. So, dann nehmen wir uns mal die Enderperlen, legen wir mal hier so lang ab. Wir gehen in die eine Age. Hoffentlich finde ich die jetzt auch wieder, ey. Die Villager. Die habe ich nicht eingebaut. Da ich habe keine Blöcke bei gehabt. Das heißt, die Age ist relativ cool. Da hinten ist ein Nether-Biom. Da sind ohne Ende Pigments. Da. Auch Höllenhunde und sowas. Hier sind viele, richtig viele Schweine, aber auch richtig viele Monster. Vor allem viele Creeper, warum auch immer. Oh, Enderman, okay. Ich habe ja gehofft, ich finde eine Age, wo hier Jellet Cryosium ist oder sowas. So, Freunde, jetzt muss ich mal gucken. Wo ist denn hier wer? Komm mal her, du! Der tauscht Weed. Hau ab!
Kackskeletto. Das Geile ist, hier sind Guards. Ich wusste gar nicht, dass... Ah, da ist ja mit Papier. Damit wir schon mal einen Emerald haben. Danke. So, jetzt muss ich den nur noch mit Silikon finden. Nein. Du? Komm her! Kohle, das ist auch relativ billig. 20 Kohle für einen. Das ist auch geil. Die sind hier am Pennen mitten im Dorf. Das ist total geil. Du hast einen... Du auch nicht? Hier einer drin? Nein. Da einer, da sind... Ah, hier sind ganz viele. Sind am Knacken. Melone. Da ist der mit Silikon. Da wollen wir ein paar holen. Ah, das war's. Schade. Vier Stück. Vier Stück. Er gibt der Silikon wieder her. Ach, das ist der Blacksmith, ist das dann sogar. Ah, okay. Das ist der Farmer. Und du? Auch Farmer. So, jetzt haben wir vier Emeralds schon mal. Das ist schon mal was wert. Was hier echt geil ist, hier sind Guards, hier sind, und sowas alles. Die kämpfen so gegen die Zombies und so. Das ist richtig cool. Habe ich gerade auf jeden Fall gesehen. Aber wir haben jetzt Emeralds. Das heißt, wir können uns einen Autospawner bauen. Haha. Sehr schön. Hier ist schon wieder ein Riesenschankfehler. Warum? Weißt du, hallo? 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 Da lass mich doch wieder zurück. Danke. Was ist denn hier los? Ich möchte nur darüber. Der Rest ist mir egal. Fliegen wir da rum. So. Ah, geht doch. So. Denn wir, wenn wir einen Autospawner haben, wie gesagt, können wir Enderquarries bauen. Oder eine Enderquarry erstmal. Und dann können wir, die können wir auch in der normalen Welt hinstellen. Das ist egal. Da müssen wir nur ein QED für bauen. So. Dann sind wir wieder zurück. Guten Tag. Sehr schön. Vier Emeralds. Ich bin begeistert. Vier Emeralds sind gut. So, dann gucken wir mal. Haben wir noch Plastik-Sheets? Haben wir. Wir brauchen Blaze Powder. Wir brauchen zwei Schleim. Wir brauchen davon zwei. Denn wir wollen einen Autospawner. Autospaffner. Ja, ja, der wird anders geschrieben, ich weiß. Mit Minus. Wir brauchen eine Netherwarze. Wir brauchen eine Netherwarze. Haben wir Netherwarzen? Ich glaube nicht. Okay. Also. Ab in die Hölle. Netherwarzen suchen. Ach, was soll's. Immer. Irgendwas ist ja immer. So. Den mal kurz voll machen. Und dann gehen wir in die Hölle mal kurz in die Festung und gucken, ob wir Netherwarzen finden. Bestimmt sogar. Weil eigentlich findet man die relativ schnell. In Festungen. Und da wir direkt eine Festung haben. Um eine Ecke. Um ein Eck. Ne? Ums Eck. Habe ich hier eigentlich... Habe ich nicht. Dann machen wir hier mal einen Waypoint kurz hin. Portal, damit wir wissen, wo wir nach Hause kommen. So. So, wo war die Festung? Da. Magma Cube. Fliegen wir mal hoch. Ja, ja, mit Gas. Geh mir nicht am Sack. Du kleiner Gas. Da vorne ist ein Blaze. Da sind ganz viele Blazes. Ruhe. Ich bin nicht da. Da habe ich den Spawner geklaut. Da ist noch ein Spawner, lustigerweise. So, Netherwarzen brauche ich, Freunde. Ganz viele Blazes und ein Wither-Skelett, ganz schlecht. Gehen wir hier lang. Besser ist es. Ah, das ist eine Kiste. Für mich wäre auf jeden Fall erstmal wichtiger hier. Ach, eigentlich nur Schrott. Schrott, Schrott, da ist noch eine Kiste. Aber ich brauche Netherwarzen, Freunde.
Ein Sattel, das brauche ich nicht. Die nehmen wir auch mal mit. Noch mehr Kisten. Immer schon um die Ecke gucken, was hier so. Oh, Diamanten. Das ist schon, das ist schön. Nein, nicht wie das Skelett. Oh, ein Visa Kopf direkt. Auch nicht schlecht. Haben wir irgendwo vielleicht so ein Ding für Netherwarzen, bitte? Das ist eine Auernot. Auch nicht in dem Nether. Okay. Die gibt es auch im Nether. Auch nix. Oh Mann. Dann sind wir schon wieder hier. Das ist so wieder eine Festung, die mag ich mal überhaupt nicht so große. Das ist nichts. Ich will doch nur Netherwarzen. Mehr will ich gar nicht. Auch nichts. Das Redstone Ore brauche ich nicht. Will ich auch nicht, weil sonst sind die Pigmen auf mich sauer. Ich weiß das. Da sollte man Balkon werden, glaube ich. Ja, ja. War ich hier schon? Ja. Von hier kam ich ja, glaube ich, ne? Gott. Ist das hier groß, ey. Ne, hier ist auch nichts. Der Raum mit den Netherwarzen, da wäre der geilste der Welt. Aber wisst ihr was? Da machen wir nächste Folge. Denn wie immer sage ich, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Ansonsten vielleicht einen schönen Tag, einen schönen Abend, wie auch immer. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Enderon Minecraft. Feed the Beast, Infinity. Tschüssingen.